Hallo und herzlich willkommen zurück bei Explore Your Dark Side. Mein Name ist Stephanie Bosch und es geht weiter in unserer Miniserie zum Thema Living Abroad, Leben in London. Und ich hatte ein Video schon hochgeladen, wo es um die größten Unterschiede geht, oder für mich die größten Unterschiede geht zwischen UK und Deutschland. Und heute möchte ich gerne mit euch teilen, wie es mich verändert hat, in London zu leben. Ich bin vor 5 Jahren, ein bisschen länger, bin ich umgezogen, bin hier rübergekommen. Und für mich war das ein absoluter Gamechanger. Und damit sind wir auch beim ersten Punkt. Also für mich ist einfach, 5 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Es war so, ich bin in meinen 20ern rübergekommen. Und in der Zeit ist einfach so viel passiert. Also ich habe hier geheiratet, ich bin hier nochmal in die Uni gegangen, ich habe meinen Master gemacht nach 10 Jahren Vollzeitarbeiten im Corporate Life oder im Corporate-Bereich. Ich habe meine Firma hier gegründet. Es ist also einfach so viel passiert. Also für mich absoluter Gamechanger. Und möchte gerne mit euch heute ein paar Sachen teilen, die ich finde, die London einzigartig machen. Beziehungsweise nicht unbedingt nur einzigartig für London, aber ich glaube, es ist viel übertragbar auf andere große Städte. Aber für mich ist es eben London. Und für manche Punkte ist es vermutlich mehr London, für manche Punkte ist es mehr übertragbar auf andere Städte. Aber ich habe auch in Deutschland immer in Städten gewohnt, also ich habe in Frankfurt gewohnt, Mannheim gewohnt etc. Und es ist einfach, finde ich, ein recht großer Unterschied, in einem Land zu leben, wo du nicht deine Muttersprache sprichst, aber auch wo du in einer Stadt lebst, die einfach deutlich größer ist als alle anderen deutschen Städte zumindest. Aber auch nicht so groß wie andere Städte. Also ich meine, Verhältnis zu New York, Hongkong etc., Mumbai, ist London natürlich relativ klein. Aber es ist im Verhältnis zu Berlin oder zu jeder anderen deutschen Stadt einfach recht groß. Und ich finde aber, London hat eine echt schöne Größe, um ja viel zu erleben, beziehungsweise sich vielleicht auch ein Stück weit neu zu definieren und auch inspirieren zu lassen und von der Stadt treiben zu lassen. Los geht's! Ich möchte gerne an den Punkt anknüpfen, den ich gerade schon erwähnt habe, und zwar die Größe von London. Wie gesagt, es ist nicht diese Multi-Million-Mega-City, wie es andere sind. Also es gibt deutlich größere Städte als London, aber es gibt auch eben deutlich kleinere Städte, und zwar viele deutlich kleinere Städte als London. Und für mich, diese ganze Big-City-Vibes hat mich, glaube ich, sehr, sehr stark verändert. Also ich bin, glaube ich, eh schon relativ international aufgewachsen durch den Job meines Vaters. Hatte viele Freunde, die auch nicht meine Sprache gesprochen haben, insbesondere in den jüngeren Jahren. Ich hatte viele ausländische Freunde oder Freunde einfach von überall von der Welt oder auch viele Freunde, die oft umgezogen sind, die viel gereist sind etc. Aber trotzdem für mich ist es hier nochmal dieses Level an Internationalität, was ich hier habe, ist einfach nochmal komplett anders. Also meine Freunde, die ich hier habe, die ich in London gefunden habe, sind Engländer, natürlich ein paar Engländer sind dabei, Italiener aus Ecuador, Inder, aus Litauen, Lithuania, also Litauen, muss man sich mal überlegen, aus das deutsche Wort ist. Sorry, ist auch, da kommt man sich manchmal kommt man sich vor wie so der letzte Idiot, wenn man einfach überlegen muss, wie Worte heißen. Absoluter Nachteil beispielsweise, wenn man ins Ausland zieht. Also wirklich super breit gefächert. Ich bin mir sicher, ich habe einige vergessen, einige Länder. Aber diese ganze Internationalität und jeder bringt so sein Stück weit seinen eigenen Flavor mit. Jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Jeder bringt seine eigene Kultur mit. Jeder bringt seine eigene Persönlichkeit mit. Seine Kulturen, seine Normen, seine Werte. All das, und es ist einfach so unfassbar spannend. Also das ist etwas, was ich absolut nicht mehr missen möchte und was mich auch ziemlich geprägt hat. Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig deutsche Freunde hier. Meine Freundin ist halt Österreicherin, was natürlich recht nah ist, aber wirklich die meisten meiner Freunde sind tatsächlich aus anderen Ländern. Und es ist eben diese kulturelle Reichheit, aber auch festzustellen, und ich glaube, das war für mich einer der Hauptpunkte, wir sind einfach alle gleich. Ja? Wir haben oft die gleichen Sorgen, wir haben oft die gleichen Freuden. Ein Lächeln kann so schnell verbinden, und ich bin auch echt viel gereist und auch während meiner Zeit im Ausland, also ich war beispielsweise auch mit einem Freund von uns, wir waren in Indien auf einer Hochzeit und wir waren die einzigen Europäer dort, und
wir haben kein Wort verstanden von dem, was gesagt wurde, wenn sie nicht Englisch geredet haben. Sie haben uns wiederum nicht unbedingt verstehen können, wenn sie kein Englisch gesprochen haben. Und ja, es ist, man braucht nicht unbedingt Worte, um sich zu verstehen. Und ich finde, gerade Leute, die vom Ausland wohin ziehen, also wir kommen ja alle quasi, wir sind ja alle Ausländer in London, außer halt die Engländer, aber alle anderen sind wir ja die Immigranten, die quasi aus dem Ausland kommen. Und das bringt ein Level mit an Verständnis füreinander, weil man einfach die gleichen oder ähnliche Sorgen hat. Man hat auch, wie gesagt, möchte ich diese Reihe nicht zu politisch gestalten, aber zum Beispiel Thema Brexit ist für uns Europäer halt natürlich ein Thema, wo wir von betroffen sind, wo man natürlich ab und an schon mal drüber redet und wo es auch einfach ja, ein anderes Gefühl gibt, wenn man mit jemandem unterhalten kann, der im gleichen Land lebt, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der beispielsweise in Deutschland lebt, der eben nicht direkt davon betroffen ist, von den Auswirkungen vom Brexit, so wie wir, sage ich mal. Ja, also ich meine, wir sind halt auf der gleichen Insel. Muss mal kurz gucken, dass ich nichts vergesse. Dann der zweite Teil für dieses ganze Thema Big City Vibes ist für mich auch, Distanzen sind, haben sich extremst verändert. Ich habe letztes Jahr mich relativ viel Geschäft in Deutschland gemacht, war geschäftlich knapp ein halbes Jahr in Deutschland unterwegs und habe unter anderem 2 Wochen in Berlin gewohnt. Und ich weiß noch, immer wenn ich mit Leuten unterhalte, waren alle so, oh, Berlin ist so groß. Und ich fand Berlin auch immer groß, wenn ich da war und habe halt 2 Wochen dort gewohnt. Und ich habe mich mit meiner Freundin getroffen, Berlinerin, wenn du es guckst, hi. Und sie sagte mir, okay, lass uns dort und dort treffen. Und ich habe halt auf der App geguckt und ja, es war halt nicht weit. Also für mich war es einfach nicht weit. Und ich habe gesagt, gut, kein Problem, lass uns dort und dort treffen. Und sie sagte, wow, du bist die einzige Freundin von mir, die sagt, boah, es ist nicht so weit. Oder die ist halt irgendwie diese Distanzen nicht so schlimm oder so krass findet. Und ich glaube einfach, wenn man in London wohnt, wo die Stadt so groß ist, man nimmt Distanzen einfach anders wahr. Also ich habe beispielsweise in Südost-London studiert. Dann habe ich aber auch relativ hoch im Norden gearbeitet oder auch in der Innenstadt. Und es ist einfach, man fährt halt eben mal eine Dreiviertelstunde einfach, um wohin zu kommen. Und das ist halt normal. Also auch Leute wohnen einfach außerhalb. Es ist einfach völlig normal, dass die Stadt eben groß ist und dass man eben diese Distanzen hat. Dadurch gegeben, glaube ich, aber auch, dass man irgendwann auch faul wird und in seinem Stadtteil so ein Stück weit bleibt, dass man eben das, was alles von London da ist, diese Möglichkeiten vielleicht nicht unbedingt mehr so wahrnimmt, weil man eben beruflich schon viel unterwegs ist und dadurch seine Freunde aber auch häufig in seinem Umfeld hat. Und ja, ich gerade so für mich zum Beispiel Fitnessstudios, das möchte ich einfach um die Ecke haben, weil ich einfach keinen Bock habe, da nochmal beizufahren. Das heißt, man bringt sich so ein Stück weit, man baut sich so sein eigenes kleines Silo auch. Man baut vielleicht nicht mehr, aber man findet so sein Silo und man bleibt eben so in seinem kleinen Teil von London, ohne unbedingt jetzt London in seiner gesamten Größe immer wieder zu erleben und wahrzunehmen. Dann natürlich, ich meine, London hat einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Also als Unternehmerin in London, es gibt einfach so viele Events, es gibt auch echt viel Support. Das Government ist auch komplett, ja, ich sag mal, zuvorkommend unterstützend. Und das ist übrigens ein Punkt, der fällt mir gerade ein, den wollte ich noch sagen, zu Unterschiede zu UK und Deutschland. Also hier ist es zum Beispiel so, wenn ich mit dem Government telefonieren muss, also mit irgendeiner Behörde, die sind einfach so lieb. Also ich habe da gar keinen Stress anzurufen und meistens können wir das Problem sofort am Telefon lösen. Und es ist einfach so freundlich und ja, ich glaube, das ist für mich auch nochmal ein großer Unterschied, weil in Deutschland teilweise bei Behörden anzurufen war ewig lange Warteschleife etc. Nicht, dass die Leute da nicht nett waren, aber es hat einfach teilweise so viel länger gedauert. Und hier kriege ich beispielsweise bei meinem Trademark, musste ich anrufen, aber ich habe dann sofort die Telefonnummer, die Durchwahl von meinem Ansprechpartner bekommen, den Namen bekommen und wir konnten es einfach klären, ohne dass ich danach noch irgendwas machen musste. Also super unbürokratisch und einfach echt sympathisch. Und das ist für mich auch noch ein Punkt, weshalb ich London echt liebe und auch es liebe, dass es nicht diese riesig große Stadt ist, wie jetzt beispielsweise New York. Als ich in New York war, ich fand New York echt unhöflich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle New Yorker unhöflich sind, aber es ist so ein Stück weit häufig in großen Städten, auch in Deutschland übrigens, man nimmt nicht so sehr viel Rücksicht aufeinander. Und hier, es gibt natürlich ein gewisses Level an Passive Aggressiveness, aber in der Regel ist es einfach eine sehr, sehr freundliche Stadt. Leute achten aufeinander, Leute sind höflich.
Die Umgangsformen sind, ja, es ist einfach was komplett anderes als auch, wie gesagt, teilweise in Deutschland, wo Ellbogen zuerst, um in die Tube oder in die S-Bahn zu kommen. Canary Wharf, eine der größten Stationen in London, massig voll. Und ich habe dort gearbeitet, also ich habe es wirklich tagtäglich gesehen. Leute reihen sich ein, also da gibt es kein Gedrängel oder irgendwas, sondern Leute reihen sich einfach ein und warten halt dann einfach drei Bahnen ab, wenn sie nicht in die erste mehr reinkommen oder in die zweite reinkommen. Und das ist was, wo ich sage, das mag ich echt gerne. Also das gefällt mir und das mag ich wirklich super gerne. Diese Freundlichkeit einfach und ja, das ein Stück weit aufeinander achten und ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Ein anderer Punkt, der mich, glaube ich, mit am meisten geprägt hat, als ich nach London gekommen bin, beziehungsweise seit ich in London lebe, ist das Thema Self-Expression. Also wirklich, London gibt einem die Möglichkeit, sich auch komplett neu zu definieren. In London ist so vieles okay, es ist einfach so offen, also wirklich dieses ganze Thema, jeder Jeck ist anders. Für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, jeder Jeck ist anders. wahrscheinlich jetzt auch nicht so geil übersetzt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Es interessiert einfach keinen, wie du aussiehst. Es interessiert einfach keinen, dass du rosa Haare hast. Es interessiert einfach niemanden, ob du Lippenstift am Tag trägst. Wobei in Deutschland, je nachdem, wo man wohnt, ist es halt einfach nicht angemessen. Es ist nicht okay. Es sind sehr, sehr starke Regeln. Gerade für mich, die halt sehr, sehr stark aus der Corporate World, ich bin aus der Corporate World, Banking etc. rausgegangen und bin dann nochmal hier an die Uni gegangen. Das ist einfach ein komplett anderes Leben. Es ist einfach so viel entspannter. Es ist auch je nachdem, wo du halt hingehst, ob du nach Kempten gehst oder nach Notting Hill oder sonst wo. Leute tragen unterschiedliche Sachen und du kannst teilweise in den Klamotten auch sehen, wer woher ist. Oder East London, so die ganzen Hipster. Aber es ist einfach völlig egal, wenn du heute so rumlaufen möchtest, ist okay, wenn du morgen so rumlaufen möchtest, ist auch okay. Lieb, wen du willst, ja, auch dieses ganze Thema Offenheit, es ist einfach, fühlt sich deutlich weiter fortgeschritten an, deutlich inklusiver an und auch deutlich, ja, verteilter, sag ich mal, in dem, was möglich ist, was okay ist und was toleriert wird. Also für mich auch das Thema Selbstexpression und auch, wie möchte ich sein, sich selbst finden zu können. War für mich, glaube ich, echt ein großer Punkt, auch diese Enge einfach zu haben, nicht mehr zu haben, jetzt diese Enge rauszugehen, diese Box auch, wo Leute dich einfach auch kennen und ein Stück weit natürlich auch begutachten, ja. Also ich weiß noch, teilweise letztes Jahr zum Beispiel, als ich in Mannheim war, es hat ein Pärchen in der Straßenbahn über mich geredet und ich habe das auch mitbekommen und ich stand draußen, die saß in der Bahn und ich habe sie halt zurück angeschaut und ich weiß nicht, ich meine, warum? Ja, und hier interessiert es einfach keinen Menschen. Es interessiert einfach niemanden. Und auch das Thema London Street Style und so. Es ist häufig sehr fashionable. Es interessiert aber auf der anderen Seite auch einfach niemanden, wenn du in deinen Pyjamas rausgehst. Es ist einfach völlig okay. Es ist einfach okay. Dann das andere Thema, was ein Stück weit auch mit Self-Expression zu tun hat, ist für mich das Thema Lebensmodelle. In Deutschland fand ich immer so, es war so ein Stück weit diese, lern was Ordentliches, sei gut in der Schule, lern was Ordentliches, mach Karriere, such dir einen Partner, ja, bau ein Haus, pflanz einen Baum, krieg ein Kind. Hier ist es irgendwie einfach nicht so. Also Lebensmodelle, finde ich, ist auch was komplett anderes. Also mein Mann ist beispielsweise momentan im Ausland, seit Monaten und weiß nicht, viele würden auch so oder sagen uns auch so, was, ihr lebt in verschiedenen Ländern und ja, tun wir und das ist aber auch okay. Dieses ganze Thema Lebensmodelle oder auch wenn du, ich habe ein Masterstudium und ja, ich habe im Retail gearbeitet, weil, hey, ich brauchte einen Part-Time-Job, ich habe studiert und ich brauchte einen Teilzeitjob, also habe ich im Retail gearbeitet. In Deutschland häufig unvorstellbar, mit einem Masterstudium im Retail zu arbeiten. Man wird einfach komplett verachtet, dass man das macht. Oder warum, du hast das Geld rausgeschmissen. Natürlich ist jetzt nicht die Karriere unbedingt anzustreben, aber warum ist es denn nicht okay, beispielsweise Teilzeit im Bereich Retail zu arbeiten und dafür mir ist auch Vollzeit. Die meisten meiner Kollegen bei Tiffany oder auch bei dem anderen Schmuckdesigner, bei dem ich gearbeitet habe, hatten einen Uni-Abschluss. Eine Kollegin von mir hat einen Doktor. In Recht, also sie ist Juristin. Warum ist es denn einfach nicht okay? Und ich glaube einfach, dieses ganze Lebensmodelle hier
es gibt einem so viel mehr Freiheit. Wieder diese Box ist einfach ein Stück weg. Es ist einfach okay. Auch ich glaube, der Moment, wo man von zu Hause weggeht, also ich bin oft umgezogen, bin auch mit 19 von zu Hause ausgezogen. Aber ich glaube, dieses Thema über den See, über den Teich hinwegzuziehen, ändert nochmal sehr, sehr stark auch das Thema eigenes Leben. Wie nehme ich es wahr? Was ist für mich machbar? Was sind Distanzen, die überwindbar sind? Wer sind wirklich deine Freunde? Also ich habe auch tatsächlich Freunde verloren, die gesagt haben, nee, sorry, du bist jetzt, wir müssen in den Flieger steigen, um dich zu sehen. Was natürlich nicht stimmt, weil es gibt ja auch Zug, aber egal. Also ich habe auch Freunde verloren, seitdem ich hierher gekommen bin. Aber bei den meisten macht einfach keinen Unterschied, ob ich jetzt in Berlin, Mannheim, Frankfurt oder sonst wo lebe oder ob ich in London lebe, weil wir sind connected, wir haben Telefon, wir können uns sehen. Und wenn dir was an den Menschen liegt, ist es auch egal, wo dieser Mensch wohnt. Und für mich dieses ganze Thema Lebensmodelle, einfach das Leben so zu gestalten, wie man es selber gestalten möchte. Und auch vielleicht, selbst wenn man verheiratet ist, dass es okay ist, keine Kinder zu haben, etc. Dass ich nicht ein Haus kaufen muss, dass ich keine Eigentumswohnung kaufen muss, dass ich nicht den geraden Karrierepfad machen muss. War für mich in London einfach, vielleicht auch, weil es einfach, man ist aus diesem sozialen Umfeld ein Stück weit raus. Nicht, dass ich sage, dass meine Eltern oder irgendwie mein soziales Umfeld mich da reingepusht hätten. Gar nicht der Fall, aber trotzdem, man hat halt irgendwie so den Druck, weißt du, so häufig ist ja, ich weiß noch, als wir geheiratet haben, im Gästebuch stand, ja, wann gibt's denn Nachwuchs? Wann können wir mit Kindern rechnen? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach hier ist, vieles einfach okay und es ist einfach okay, Dinge anders zu machen. Und diese Freiheit, die ich hier spüre, hatte ich nicht unbedingt in dem gleichen Maß, als ich in Deutschland gelebt habe. Ich möchte gerne was zum Thema, also ich habe es eben schon mal ganz kurz angerissen, aber ich glaube, für mich war es auch eine spannende Erfahrung, Ausländer zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen blöd wahrscheinlich, aber ich bin jemand, dessen Muttersprache es nicht ist, Englisch zu sprechen, der aber in einem anderen Land lebt und sich selber kulturell anpassen zu müssen, zu wollen und auch eine andere Sprache zu sprechen. Also es stellt einen einfach vor so viel andere neue Herausforderungen. Ich weiß noch, die ersten Sportkurse, die ich besucht habe, Hölle. Ich habe nicht wirklich gerafft, was die Trainerin von mir wollte. Und es war einfach, ja, es ist, man ist am Anfang so häufig so überfordert mit all dem, was passiert. Einfach Alltagssachen überfordern einen. Und für mich war es eine echt spannende Herausforderung und ist es auch immer noch ein bisschen, in einem Land zu leben, in dem ich nicht unbedingt die Sprache besonders gut gesprochen habe am Anfang, das kulturell so anders war, auch wenn es nicht weit weg ist, aber es ist kulturell einfach deutlich anders als Deutschland. Es war echt spannend und man merkt einfach mal, wie viele Dinge wir in unserem Alltag als normal annehmen, die tatsächlich, wenn das auf einmal alles in einer anderen Sprache ist und anders kulturell ist etc., die auf einmal herausfordernd sein können. Und ich glaube, für mich war das mit einer der wertvollsten Erfahrungen. Und auch danach weiterzugehen und dieses, sag ich mal, das Thema Kulturschock, den ersten Kulturschock zu haben und dann auch ein Stück weit sich wieder selber kulturell finden zu müssen, wo die alte Kultur, also diese deutsche Kultur, die man halt mitbringt, ja, wie man einfach aufgewachsen ist, wie man gelebt hat sein Leben lang, mit der neuen in Einklang zu bringen. Also das war echt ein spannender Prozess, muss ich sagen. Und ich glaube, der hat für mich auch sehr, sehr viel verändert, auch wer ich bin oder wer ich geworden bin. Und mir ist bewusst, dass das Video schon wieder relativ lang geworden ist, I'm sorry. Aber den letzten Punkt, den ich noch gerne sagen möchte, ist, was ich an London echt mag und ist diese Dog-Friendliness. Ich habe im letzten Video schon gesagt, dass das Thema Stuffies oder auch generell Listenhunde hier komplett anders gehandhabt wird und dass einfach Leute meinen Hund auch einfach lieben. Aber ich muss auch sagen, diese ganze Dog-Friendliness gefällt mir schon echt gut für eine große Stadt. Was Besonderes meiner Meinung nach. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war mit einem sehr guten Freund von mir vor 2 Wochen im Hotel bei einem Afternoon-Tea. Also wir wollten Afternoon-Tea machen. Das ist ein schickes Hotel im Mayfair. Und die haben eben einen speziellen Afternoon-Tea mit so ein Stück weit Sweet Shop. Und ich wusste, dass sie zu einer Dog-Friendly-Kette gehören, aber ich dachte mir, okay, wahrscheinlich kann ich nicht meinen Hund mit in das Restaurant bringen.
Und ich durfte meinen Hund mitbringen und nicht nur das, es gab sogar ein eigenes Doggy-Menü. Also es gibt die Möglichkeit, ein Drei-Sterne, also ein, sorry, nicht Drei-Sterne, aber ein Drei-Kurs, also ein Drei-Gang-Menü für deinen Hund zu bestellen. Und ja, manche Menschen, die nicht Hunde-Fanat sind, denken sich jetzt wahrscheinlich hier so, aber ja, fand ich super. Und ja, muss ich sagen, etwas, was ich absolut wahnsinnig toll finde, und das ist auch geschäftlich mega geile Idee, weil die Leute, die Hunde haben, bringen natürlich ihre Hunde, oder wenn sie ihre Hunde mitbringen können, sind wahrscheinlich auch more likely, mehr Umsätze da zu lassen oder wiederzukommen, als wenn sie ihren Hund nicht mitbringen könnten. So, das Video ist, wie gesagt, schon relativ lang geworden, deswegen halte ich jetzt die Klappe und ja, ich habe noch ein paar Videos geplant zu der Reihe. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr eure eigenen Erfahrungen gerne mit uns teilen möchtet, bitte, bitte macht das. Ich bin total gespannt, ob meine Erfahrungen sich mit euren decken oder ob ihr andere habt und ich freue mich, euch hier wiederzusehen. Also, bis demnächst.